Hallo, heute gibt es Spaghetti Carbonara. Das ist nun überhaupt nicht kalorienarm, aber trotzdem ein tolles Mittagessen, vor allen Dingen auch für Kinder. Und ich zeige euch vor allen Dingen, wie man Spaghettis im Thermomix einzieht. Zuerst wird Parmesan und Pecorino in den Mixtopf gegeben. Und das Ganze 10 Sekunden auf Stufe 9. Ich halte fest, weil es wieder so rückelt am Anfang. So sieht der zerkleinert aus und das Ganze muss umgefüllt werden. Dann werden 30 Gramm Schalotten reingetan und diese dann 3 Sekunden Stufe 6 zerkleinert. Der 20 Gramm Olivenöl habe ich nur 15, nicht weiter schlimm. Und zusammen darf das 5 Minuten bei Varoma Stufe 1 dahin schwitzen.
zu der Eimasse dazugegeben und mit der Eimasse verrührt. Rein. Predigtenblatt dazu. Guten Appetit.